Herzlich willkommen bei einem neuen Video von Keep Moving. Mein Name ist Mirko Lorenz und ich zeige dir heute, wie du mit einer einfachen chinesischen Übung mehr Gleichgewicht, Balance und einen besseren Stand bekommst. Bleib dran! Ja, willkommen zurück. Wir sind heute im wunderbaren Grunewald und ich möchte dir zeigen, wie du mehr Gleichgewicht, Balance und einen sicheren Stand bekommst. Wir sind heute unterwegs für die Deutsche MS-Gesellschaft, für die dieses Video entstehen wird. Ja, Gleichgewicht, Balance und auch der sichere Stand ist für viele Leute ein ganz wichtiges Thema, gerade bei Bewegungsstörungen. Und wir haben heute auch schon den ersten Schritt gemacht, indem wir diese wunderbare natürliche Umgebung gewählt haben. Und diese Umgebung sorgt nämlich auf eine natürliche Art und Weise schon dafür, dass das Gleichgewicht und die Balance sich verbessert. Weil wenn ich von Gleichgewicht und Balance spreche, meine ich nicht nur die körperliche Ebene, ja, also die äußeren Faktoren. Bei Gleichgewicht und Balance ist es immer extrem wichtig, auch auf das innere Wohlbefinden zu gucken. Ja. Wie fühlst du dich im Moment? Bist du ausgeglichen? Bist du ausgeruht? Bist du bei dir? Oder fühlst du dich gestresst, abwesend? Bist ganz woanders? Das wirkt sich natürlich wieder negativ auf Gleichgewicht und Balance aus. Die alten chinesischen Meister wussten um die heilende Wirkung von dieser natürlichen Umgebung. Heilende Wirkung auf Körper und Geist, auf das innere und äußere Gleichgewicht. Bäume haben stabile Wurzeln, die tief in die Erde reingehen. Das gibt Balance, das verankert im Leben. Ja? Gleichzeitig sind sie mit der Erde verbunden, wachsen aber sehr flexibel, also sie sind nachgiebig, flexibel und wachsen richtig in den Himmel hinauf. Das, was für uns Menschen eigentlich auch angedacht ist, verwurzelt, aber gleichzeitig aufgerichtet, ja, so dass uns nicht jeder Sturm gleich umwirft. In diesem wunderbaren Umfeld hier werden wir jetzt gemeinsam diese Standmeditation, stehen wir am Baum, machen. Ich werde für euch alles genau anleiten. Ich werde euch durch diese Übung, das ist eine klassische Qigong-Übung, durch diese Qigong-Übung führen und ihr könnt einfach ganz entspannt mitmachen. Wenn ihr im Anschluss Fragen habt, einfach mir eine E-Mail schreiben, kontaktiert mich auf YouTube, auf Facebook, wo auch immer ihr euch herumtreibt. Ansonsten wünsche ich euch einfach nur viel Spaß beim Üben und bitte nicht vergessen, macht das regelmäßig. Tschüss! Deine Füße stehen jetzt nah beieinander. Dein Oberkörper ist aufgerichtet. Du lässt ganz sanft die Atmung durch deine Nase strömen und kommst äußerlich mehr und mehr zur Ruhe. Deine Aufmerksamkeit entfaltet sich, deine Augenbrauen fließen auseinander und die Gesichtsmuskulatur entspannt sich einmal mehr. Du lässt deine Lippen leicht nach außen fließen und ein Lächeln steigt aus deinem Inneren auf, verteilt sich kaum merklich über dein Gesicht. Du kommst auch innerlich immer mehr zur Ruhe und verbindest deinen Körper vom Scheitelpunkt bis hinunter in die Fußspitzen. Minimal beugst du deine Knie, deine linke Ferse erhebt sich und du setzt schulterbreit deinen Schritt. Weiterhin strömt deine Atmung ganz sanft durch die Nase ein und aus. Die Füße sind parallel ausgerichtet und dein Gewicht ist mittig. Achte darauf,
dass die Knie leicht gebeugt bleiben. In dieser aufrechten Haltung lässt du dich ganz sanft am Scheitelpunkt nach oben ziehen. Wie an einem goldenen Faden wirst du aufgerichtet. Deine Wirbelsäule wird sanft gestreckt. Dein Schwerpunkt hingegen sucht den Boden. Der untere Rücken senkt sich leicht. Und über deine Beine und Füße wandert die Aufmerksamkeit in die Erde hinein. Deine Schulter setzt sich noch einmal und sucht die Hüfte. Die Gelenke am Arm, Schulter, Ellbogen, Handgelenke bleiben durchlässig. Deine Ellbogen finden die Knie, Hände finden die Füße. Du atmest noch einmal tief in den Unterbauch, atmest aus und entspannst deinen Brustbereich. Deine Aufmerksamkeit wandert immer mehr nach innen. Eingebettet in diese innere Ruhe zwischen Himmel und Erde verbindet sich Herz und Verstand, Atmung und Aufmerksamkeit, und du findest immer mehr zu einer größeren Einheit, zu einer größeren inneren und äußeren Balance. Du stehst verwurzelt in Ruhe und Harmonie, und dabei erheben sich jetzt langsam deine Hände zum Herzen. In dieser Position bleibst du jetzt für einige Minuten. Immer wieder wanderst du durch deinen Körper, versuchst nach unten gesunken zu bleiben. Der Brustbereich, der Oberkörper bleibt aufrecht. Der Scheitelpunkt wird durch deinen goldenen Faden etwas nach oben gezogen. Du nimmst diese Stille und Ruhe wahr, die sich immer mehr in deinem Körper ausbreitet, und vertraust auf deinen stabilen Stand und die Umgebung, die dir Sicherheit schenkt. Deine Arme senken sich jetzt langsam. Handflächenmittelpunkte legen sich auf dein unteres Zentrum. Du stärkst deine Mitte, indem du deine Aufmerksamkeit ein, zwei Minuten dort sammelst. Ein sanftes Kreisen mit minimalem Gewichtswechsel unterstützt dein Üben und sammelt die Lebenskraft im Unterbauch. Gerne kannst du auch
die Richtung des Kreisens wechseln. Langsam, gleichmäßig bleibt die Aufmerksamkeit im Bereich deines Zentrums. Du beendest jetzt das Üben. Nimmst wieder die Ausgangsstellung ein. Und mit einer beendenden Bewegung sammelst du dich ein letztes Mal und kommst langsam zum Ende. Verbeugst dich wieder vor dir, vor deinem Training, vor der Übung und startest entspannt und im Gleichgewicht in deinen Tag.